So, jetzt werden hier mal andere Seiten aufgezogen. Ich bin jetzt mit ein paar QR-Code-Spezialmünzen am Yokai Marten und alles weitere wird sich ergeben. Nein, es war wirklich ein bisschen knifflig gegen den letzten Boss, ne? Gegen den Mattenfänger und das geht so nicht. Also gerade Erika braucht da ein bisschen Unterstützung. An der Dartscheibe gucken wir erstmal, wie oft wir Münzen in den Yokai Marten reinschmeißen dürfen. Bis zu 30 Mal. 30 würden ausreichen, um alle meine Kugeln reinschmeißen zu dürfen. Aber da mache ich mir keine Illusion. Wir hatten ja bisher auch schon die 1, ne? Diesmal darf ich. Dreimal. Ich weiß nicht, das ist echt zu lang. Das ist nix, ne? Dreimal. So, wir haben die Traummünzen. Das haben wir ja in einem Part geholt. Aber ich habe jetzt 24 Spezialmünzen. Was ist denn da möglich? Spezialmünzen haben auch diese... Ach, ich weiß nicht so recht. Der erste Preis wäre halt so richtig geil, aber... Traummünzen bringen nicht so viel. Wie ist mit den Spezialmünzen? Ich glaube, der in der Mitte bei dem ersten Platz, der soll gut sein. Ich habe den doch schon... Moment, das war doch der Boss aus Geistige Geister, wenn ihr euch erinnert. Da hatte man am Ende nochmal einen richtig harten Bosskampf bei diesem Theaterstück oder was es darstellen sollte. Das ist doch der. Boah, stellt euch vor, wir kriegen den. Leider nur eine Platin-Puppe. Jetzt gilt's. Man kann das ja auch nicht resetten, also jedes Mal wird gespeichert. Dann nehmen sie es genau. Ich hätte halt gern, dass was Geiles bei rauskommt. Ich bin unzufrieden mit dem bisherigen. Willkommen zurück, Goldinjan. Er war in Yokai Watch 2 ein Mitglied, ein Teammitglied. Kein schlechtes, aber... Ich mag den Glanz deines Schimmers. Er stellt mich in den Schatten... Das war jetzt schon ein erster Platz. Goldinjan. Er ist natürlich auch ein S-Rang-Yokai. Na gut, er kommt jetzt auch ins Team, ne? Aber... Nach ihm hatte ich eigentlich nicht gesucht. Er ist ein Tank. Und erhöht die Werte der anderen. Ich sehe, wo ist denn Goldinjan? Der gehört nicht zu den ganz oben. Schade, ich wünschte, ich könnte öfter kurbeln. Graf Karius, ich glaube, der ist richtig lit. Ich glaube, den können wir gebrauchen. Also, was ist Sache? Freunde oder ein Lächeln voller Löcher? Du hast die Wahl. Graf Karius. Die Stimme ist jetzt nicht so episch gewesen, aber... Der war auf jeden Fall S-Rang, oder nicht? Ich erinnere mich, dass er in der Yokai World in Teil 1... eine Rolle spielte. Vielleicht auch in Teil 2. Ich bringe das oft durcheinander. Die identischen... Ja, und das war's dann. So ein Schmodder. Der Yokai-Mart ist verschwunden. Und ich hab's wirklich auch auf Butzemon abgesehen. Ich will jetzt aber nicht mein ganzes Team aus Teil 2 wieder auf die Beine stellen. Andererseits haben wir ja mit Nathan und Erika zwei verschiedene. Ja, sag schon. Die in Frage kämen. Seufel, den wir dem letzten bekommen haben, ist auch ein S-Rang-Yokai. What? So, schneidet Gegner mit flammenden Schwert, sodass der Boden brennt. Also Kraft 100. Ansonsten Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Und Graf Karius schadet erst und entzieht Gegnern dann durch Karius schrittweise Kraftpunkte. Lebenspunkte. Ja, die sollten wir auf jeden Fall reinnehmen. Und Safinjan ist gerade beim Trainieren.
übrigens unterwegs bei LP Miau. Ja, also ich werde auch noch bei Nathan ein paar dieser Münzen reinschmeißen. Gut, das wäre jetzt keine schlechte Ausbeute, keinesfalls. Was sagt ihr zu diesen Teammitgliedern? Achso. Ja, und wer macht keinen Sinn? Ich sag euch, wer keinen Sinn macht. Trampedino, Überkochtopf und Vapier kommen wieder raus. Die sind beileibe kein Vergleich. Ja, mit Butzemon muss man nochmal sehen. Ich bin auch froh, wenn wir mal wieder bei Nathan weitermachen. Aber noch tue ich hier so viel, wie es geht. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich will halt irgendwie auch mal auf irgendwas aufbauen können, wisst ihr? Jetzt die ganze Zeit C- und B-Rang-Yokai und D-Rang-Yokai trainieren ist ja schön und gut. Aber nee, weißt du? Golden Jan, der ist auch... Ja, ich weiß... Dann ist es halt so, Golden Jan hier. Überkochtopf dreht vollkommen durch, aber... Aber das Seufel, den haben wir schon bekommen und der ist echt... Darf ich mal ganz kurz die Lebenspunkte vergleichen? Auch das ist ja so ein Aspekt. Ja, da seht ihr, dass Seufel auch von den LP nicht so gut ist. Gleich auch im direkten Vergleich mal. LP Miau sollten wir drin lassen, Usapion wahrscheinlich auch. So, aber guck mal. Stärke 22, Stärke 7. Der hat es auch nur auf Geist abgesehen, so, aber Abwehr ist natürlich von ihm sehr gut. Sein Tempo ist sehr gut. Hier ist auch gutes Tempo, aber die Abwehr nicht so krass. Der hat physischen Angriff. Naja! Gut. Hätten wir doch hier ein bisschen was erreicht. Es soll weitergehen. Wir sollen zum Fitnessstudio. Die letzte Aufgabe. Im letzten Part war ja abnehmen mit Meganjan. Der gute Hovanjan hat ein bisschen zu viel geschaufelt. Er hat noch ein bisschen Weihnachtsspeck auf den Rippen und da kümmern wir uns jetzt drum. Hier ist irgendwo ein Yokai im Besonderen oder ein Rätselschild. Oder ein Portal der Launen. Wollen wir das ganz kurz... Wir gehen mal rein. Die lassen sich doch bestimmt nicht kombinieren. Die Kugeln, oder? Ich weiß nicht, ob die Storys irgendwann zusammengeklatscht werden von Nathan und Erika. Und dann alle Items oder alle Yokai eins sind. Das könnte mir echt mal in die Kommis schreiben, die Leute, die das Spiel durchgespielt haben. Bleiben die immer separat? Sind es quasi zwei Spiele, zwei Abenteuer? Besiegen, ja. Einfach nur besiegen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, um die neuen S-Rang-Yokai. Es sind S-Rang-Yokai, aber die sind noch auf Level 1. Und das ist halt... Jetzt brauchen wir noch ein bisschen was. Deswegen probieren wir jetzt direkt den Ulti-Seel von Graf Karius aus. Aber ich bin echt der Meinung, Graf Karius ist auf jeden Fall jemand, der Zukunft hat hier bei uns. Ich kann mich mit dem Gedanken anfreunden. Es gab auch irgendwie eine komplett rote Variante, da heißt es anders, aber... Ja, Graf Karius Level 1, kein Ding. Und vergleichsweise schlechte Verteidigung. Golden Jan halt der Tank, aber irgendwie... Hätte ich jetzt selbst nicht unbedingt gewollt, dass Golden Jan wieder im Team ist. Dann auch eure Meinung, wie findet ihr es? Also ganz, ganz, ganz am Ende war er da noch ein bisschen ein Klotz am Bein. Wo es wirklich gegen die allerkrassesten Gegner... Obwohl, es hat eigentlich immer geholfen, einen Tank zu haben, der krasse Sachen abwehren kann. Boah, Golden Jan macht vielleicht sogar bei diesem Kampfstil mit dem Brett nochmal mehr Sinn. Wenn der immer ganz vorne steht und die Sachen abfängt, das macht vielleicht wirklich Sinn. Dagegen ist Nascha jetzt auch irrelevant, aber wir nehmen ihn mit. Du bist stark. Bitte, ich will unbedingt dein Freund sein. Okay, komm mit. Nascha. Ah, wenn ich das so bedenke, macht sogar Golden Jan hier viel mehr Sinn als wie in Teil 2. Weil er die Abwehr krass verstärkt. Wie seht ihr das, Team? Golden Jan?
Momentan natürlich, weil er Rang S ist, aber hat er auch wirklich bis zum absoluten Ende, am Ende der Afterstory noch irgendwie was zu melden? War in Teil 2 definitiv so? Guck mal. Mach Golden Yen hier hin. Golden Yen ist ja einfach nur eine Abwandlung von Robon Yen. Oder eine bessere Form. Er kann ja auch angreifen, ne? So wollen wir ja nicht sein. Oh shit, ich hab noch einen. Da steht jetzt keiner mehr, aber wir gucken uns trotzdem an. Was Seufel macht, die Feuerwasserklinge. Okay, der Seufel, der trinkt gern mal einen über den Durst. Ach, und das bleibt da, das Feld. Aha. Der verbrennt die Felder, das schränkt die Gegner in den... in der Möglichkeit ein, was die machen können. Witzig, dass wir jetzt bei jedem Kampf einer mitkommen möchte. So ein eifriges Gefecht. Lass uns ein bunter Freundschaft eingehen. Komm mit. Was? Bin mir nicht sicher. Natürlich anfreunden. Vincicado! Vincicado war zu Beginn von Yo-Kai Watch 1 durchaus ein wertvolles Teammitglied. Aber auch trotz Entwicklung musste er später aussortiert werden. Weil er nur für den Anfang gut geeignet ist und so auch hier. Haben wir für den jetzt leider keine Verwendung mehr. Und er hat im Anime mit einer PS4 gezockt. Wirklich wahr. Zwei Portalkugeln. Jetzt aber auf zum Sportclub. Habe ich eigentlich noch Klugeln? Das wäre natürlich auch super nice, ein paar Klugeln zu haben. Ich denke nicht, aber... nee, ich habe auch keine. Wir haben erhöht Attackenstufe. Trödelt weniger. Technikstufe. Attackenstufe um 3. Wer sollte denn weniger trödeln? Graf Karius. Wisst ihr was? Gerade ihn. Ich setze jetzt mal voll auf Graf Karius. Auch hier so. Boah, 4, ey. Angriffsalmanach für Elpimiau. Nein, ernsthaft, der Gedankengang mit Golden Yen, dass er so vorne steht und viele Angriffe abtankt. Doch, das erscheint mir gar nicht mal so blöde. Natürlich, es gibt unzählige Yokai. Wie viele? 600 plus schon. Und dass man jetzt denselben wieder im Team hat. Im vorherigen Let's Play ist dann natürlich irgendwie auch ein bisschen... beschränkt oder eingeschränkt. Aber das Schicksal hat es so gewollt. Bin gespannt auf eure Kommis. So, jetzt der Sportclub. Dass wir hier auch allmählich weiterkommen. Das speichere ich auch gerne mal ab, was so jetzt alles passiert ist. Guckt euch den Vergleich an. Das Team. Und das Team. Ah, die schönen S-Buchstaben. Doch, das gefällt mir. Keine Ahnung, erstes oder zweites OG. Hauptsache, Meganyan speckt ab. Das wurde gebaut, ne? Das wurde erst gebaut. Wir haben damals den Bau miterlebt. Ist nicht die richtige Etage. Das sagt mir der blaue Pfeil. Das hätte ich riechen können. Schnüffel, schnüffel. Wird sich Schleifer drum kümmern? Ich glaube, darum ging es auch, ne? Nicht um die Fitnessgeräte, es ging da drum, ich verlaufe mich, dass hier ein epic nicer Trainer am Start ist und der bringt Meganyan bestimmt wieder in Form. Puh, jeder sieht so fit und in Form aus. Das Renny, der fitte Turnschuh. Wo ist wohl der legendäre Trainer-Yokai, den Wappiwapp erwähnt hat? Vielleicht fällt uns ein muskulöser Yokai bei den Gewichten auf. Dann laufe zu den Gewichten. Die Schnecke. Eins, zwei, drei, pow! Los, schon halt hier! Den
haben wir doch schon gesehen bei dem Blasters-Abschnitt. Was, Ben? Verzeihung, bist du der legendäre Trainer-Yokai? Legendäre Trainer-Yokai? Ich bin fett wie die Schnecke. Ach, Punkt! Soll was tun? Was zum Himmel war das? Das ist gut. Aufgepasst, Soldat! Das ist der legendäre Trainer-Yokai. Es muss wehtun! Coolio, du bist also der legendäre Trainer-Yokai. Mein Name ist Schleifer. Werdet YoFit mit Eifer. YoFit? Was YoFit ist? Oh, nur der beste Trainingseinheit aller Zeiten. Du kannst den ganzen Tag lang Schleifer Speedcamp trainieren. Und es gibt eine ganz besondere Diät namens Back mit dem Speck. Back mit dem Speck? Puh, klingt gut. Ich möchte auch bei YoFit mitmachen. Ha, gute Entscheidung. Willkommen bei YoFit. Fangen wir direkt mit persönlichem Training an. Trainer, Achtung! So viele Yokai-Muskelprotze. Der Bacon. Hier ist das YoFit-Menü, speziell angereichert mit Protein. Kämpfe gegen diese Typen. Proteinhaltiger geht es nicht. Das alles Essen? Ich weiß es nicht, aber ich halte es für möglich, dass das, was wir mit Yokai Watch Blasters gesehen haben, also wir hatten ja diesen einen Abschnitt. Ich glaube, dass der erst in Yokai Watch 3 Sukiyaki, also der dritten und der Spezialedition, also dann erst dazu kam, weil das ist hier die definierte. Alle sind aus dem Weg gegangen. Das ist hier die definierte Version, ihr wisst das. Komm mal LP Miau rein. Und da auch im Opening von dieser Version, das gleicht auch der Sukiyaki-Version, ist ein bisschen mehr Thematik, ist, ja, dass man erkundet. Und so Grabstätten und sowas. Scheint das Chose zu sein. Dass der Blaster-Modus in Sukiyaki entweder dazukam oder intensiviert wurde, was Yokai Watch 3 betrifft. Mit anderen Worten, Yokai Watch 3 Sushi oder Tempura, da hätte man Schleifer und den Schneckentyp. Die weichen echt aus, das geht mir voll auf den Schnürsenkel. Wohl eher noch nicht getroffen. Ich könnte es ja umstellen, das. Oh. Dass das immer so ist, dass Golden Jan vorne steht, dass ich, naja, so ein kleines bisschen defensiver bin, in der Tat. Natürlich, Osapion. Noch nicht bereit. Gut gemacht, du hast den ersten Test verstanden. Aber dein YoFit fängt gerade erst an. Mach dich bereit, es muss wehtun. Noch mehr? So war das nicht geplant. Darf ich zuerst eine Pause? Boah, machen. Du bist jetzt bei YoFit, kein Faulenzchen mehr. Als nächstes werden dich meine Beinexperten in Folgen treten. René. Wir werden euch faule Waschlappen in absolute Höchstform bringen. Mist, ich bin total kaputt, das ist zu viel für mich. Ist das alles, was ihr drauf habt? Beißt die Zähne zusammen. Dieses Mal trainiere ich euch selbst. Macht euch bereit. Okay. Er will's echt wissen, ne, Schleifer? Ist er eigentlich so beliebt, dass er immer wieder voll die Hauptrolle spielt? Du bist Schleifer nicht los. So. Natürlich, ja gut, dann machen wir das erstmal mit Seufel. Dann können die aber nicht in das mittlere Feld. Wartet mal ab, ich schränk euch ein. Der beseelt die anderen. Finde ich ja fast gar nicht mal so geil. Dann mache ich das auch. Hieß das von Golden Jan?
Miaufwärter. Na, mir ist gerade eingefallen, bevor es da stand. Das Video ist nicht asynchron. So, aber es gilt nur für die, ne? Ich frage mich, ob der Schleifer da überhaupt nicht vorbei kann, übrigens. Das wäre interessant zu wissen. Ach, so mal Teamwork. Okay, jetzt ist es auch wieder weg. Goldinian hat ordentlich eingesteckt. GG. Gut, jetzt alle wieder zu wechseln, obwohl sie sich gerade aufgepimpt hatten. Auch suboptimal, aber ist ja nicht weiter. Ist weiter wichtig hier. Ja, natürlich! Wie die auch so gleichmäßig leveln. Finde ich auch sehr interessant. Hm. Okay, das ist die Willenskraft, die ich bei Jofit sehen will. Willenskraft? Mit anderen Worten kein Faulenzen. Oh mein Gott, ich bin sowas von fertig mit Jofit. Wie fühlst du dich, Minganyan? Etwas leichter. Gut gemacht. Das ist das Ergebnis von wahrer Jofit-Willensstärke. Ich schaff das. Mit Jofit schaffe ich das. Schleifer, ich möchte offiziell Mitglied bei Jofit werden. Jofit ist unglaublich intensiv. Glaubst du, du hast das Zeug? Oh, das habe ich. Wir tun was Nötiges. Minganyan! So ist richtig. Ich will Tränen, Schweiß und Willenskraft sehen. Wir packen das zusammen an. Ich werde dein persönlicher Trainer. Danke. Puh, zusammenwirfen wir das. Puh. Es muss wehtun. Du wirst im Nullkomma nichts Resultate sehen. Puh, es muss wehtun. Minganyan! Sei stark. Ich glaube, dieser Fall ist abgeschlossen. Stimmt. Jetzt wird er das Gewicht bestimmt wieder verlieren. Puh, danke, Erika. Hier ist eine kleine Belohnung für dich, puh. Mhm, und schon geht's noch weiter. Coolio hätte nie gedacht, dass wir eine Fancy-Dead-Ausgabe kriegen. Das ist eine Alien-Sonderausgabe. Puh, es geht um kleiner, grüner. Ich dachte, sie gefällt dir bestimmt. Danke, aber wo hast du die her? Die Hefte sind ziemlich selten. Das behalte ich lieber für mich, Erika. Okay. Seht ihr die beiden auch bei? Es muss wehtun! Ich lasse es mit Jofit lieber. Ich habe jetzt schon Muskelkater. Und ich bin noch Schülerin von daher. Vielleicht, wenn ich älter bin. Ausgezeichnet. Ich gebe euch kurz einen Rundgang. Habe ich nicht gerade gesagt, dass... Keine Sorge. Sie ist einfach als zahme Version von Jofit. Mach mal halblang. Ich bin nicht gekommen, um zu trainieren. Mit der Hilfe unserer Trainer und etwas Willensstärke deinerseits... Kannst du auch fit werden? Es muss wehtun. Ich lege ein gutes Wort für dich ein, also melde dich im Altgeschoss an. Ja, danke. Ich weiß nicht wie, aber wir haben das Mysterium gelöst. Abgeschlossen, ja? Fein. Ah, schön, dann kriegen die jetzt noch die Level ab. Oh, sogar zwei. Ist ja richtig klasse hier. Maximum-Maske. Maximum-Maske? Tanzsterne. Eins weiter, sonst hätte eine Klugel gegeben, aber auch nur eine kleine. Nimm drei dringende Bitten an. Muss das wirklich sein? Nichts hat sich mehr als diese drei Bitten. Erledige drei Sachen. Das ist so hingerotzt ein bisschen. Leider. Ich finde, wir können zu Nathan wechseln, oder? Ich suche gerade. Hier ist was. Ein Rateschild. Es sind echt zu viele Rateschilder in dem Spiel. Ohne Flachs. Es muss wehtun, hebt ein paar Gewichte, Sieg. Schleifer. Der erste Tipp ist ja wohl eindeutigste ever. Einmal mehr. Ich bin nicht zu dumm, die Buchstaben zu machen. Ich habe mitbekommen, die ersten 3D-Modelle haben wirklich Probleme mit der ganz präzisen
auf Tipperei. Richtig oder eine abgewandelte Version von ihm? Es ist richtig. Teil 2 hatte der auch ein Rateschild. Ich hab ihn halt nur nicht, ne? Pech gehabt. Ich muss jetzt nochmal gucken, was er meinte. Ich werde im Erdgeschoss nochmal ganz kurz mit der Alten reden. Ah, du da drüben. Könntest du mal bitte im Moment herkommen? Fiona Flex. Du wurdest von Schleifer empfohlen, richtig? Willst du Mitglied werden? Ja, aber für dich ist etwas zu früh, für mich ins Fitnessstudio zu gehen. Ah, Entschuldigung, ich spreche mit dem Otter. Soll was tun? Verflixt, du kannst mich sehen? Siehst du, im zweiten Stock findest du nämlich unser Yokai-Fitnessstudio. Sowas habe ich mir schon gedacht. Unsere Yokai-Kunden können hier auf verschiedenste Arten trainieren. Yokai können sich im Sportclub Lenzhausen in Form bringen. Bring deine Yo-Leistung auf Vordermann, um richtig fit zu werden. Komm mit unserem Programm für FP-Belohnung richtig ins Schwitzen. FP sind Fitnesspunkte und sie sind ausschlaggebend fürs Training. Bestreite 6 gegen 6 Kämpfe in unseren gnadenlosen K.O.-Runden oder nimm schwere Herausforderungen in unseren Missionskämpfen an. Dann gibt es noch die Boss-Offensive. Hast du das Zeug zum Boss? Du hältst aber weder Erfahrungspunkte noch Geld. Bei uns gibt es nur FP. Meist doch verschiedene Kurse, um deinen Mitgliedsrang zu erhöhen. Höhere Ränge verbrauchen weniger FP, wenn sie ihre Yo-Leistung stärken. Versuche viele verschiedene Kurse zu meistern, um deinen Rang zu erhöhen. Oho, klingt gut, als würde es sich lohnen. Ja. Du bist nicht derjenige, der trainieren muss. Sprich mich jederzeit an, wenn du hier bist. Das ist meines Erachtens eher etwas dafür, wenn man halt keine Erfahrungspunkte mehr braucht. Also am Ende Level 99 und so kann man da vielleicht noch ein bisschen gucken, dass, keine Ahnung, die Abwehr noch ein Stück besser wird und all sowas. Denk ich jetzt. So, darf ich ganz kurz nochmal bilanzieren. Unsere Aufgabe ist jetzt, nimm 3 dringende Bitten an, oder? Noch mal schauen. Trophäen, das leuchtet. Du hast eine neue Trophäe gewonnen. Das war die erste. Für das eben. Moment. Das mit den 3. Mit den 3 Bitten, das war ja das schon, oder nicht? Aber jetzt weiter. Nimm 3 dringende Bitten an. Augenblick leider nicht, muss ich gestehen. Ich habe ja doch gar keine. Dringende Bitten. 3 dringende Bitten auf einmal. Die muss ich im Namen meiner Großmutter sofort erledigen. Was? Natürlich, weil sie kein Detektiv, ne? Und? Ein fehlter, empfohlener Level 17. Ja gut, hier ist der Aokai. Hier werde ich speichern und hier werde ich dann auch rübergehen zu Nathan in die USA. Wird höchste Zeit. Whisper, Chibanyan und Co. werden weitermachen und wir müssen da ja noch immer noch die Art-T-Fakte irgendwie kennenlernen. Deswegen, alles klar, endlich mal. Der vorerst letzte Part mit Erika. Aber wenn wir irgendwann damit weitermachen, haben wir krasse S-Rang-Yokai, auf die man aufbauen kann. Vielleicht bin ich irgendwann lustig drauf und versuche Butzumon zu fangen, aber das schneide ich dann ein, wenn's der Fall ist. Das war's für den Moment. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und die nächsten Parts gehen dann mit Nathan weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!